Heute ist mal wieder Zeit für einen Premium-Panzer und dabei zeige ich euch den deutschen Tier 8 schweren Panzer Löwe. Ja, hier schon in HD und in schön, natürlich. Ein wirklich schniekes Ding und für alle Fans von deutschen Panzern, gerade den schweren Panzern, Tiger und Co., ist der Löwe wirklich eine absolut empfehlenswerte Alternative. Man hat eine genaue Kanone, schönen Durchschlag, schöner Schaden. Er ist jetzt nicht der mobilste Panzer, aber mein Gott, es gibt auch noch langsamere. Das muss man ja auch ganz klar mal anerkennen. Und wichtig ist ja bei so einem Ding immer die Creditausbeute. Und diese ist bei dem hier am Ende ganz besonders hoch. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Der bekommt mit Premium sage und schreibe netto 150.000 Credits raus. Da sind schon sowohl die Munition als auch die Verbrauchsgüter und auch das Reparieren abgezogen. Und 150.000, da kann man sagen, ja, das ist doch schon mal fast eine Eigentumswohnung. Und dementsprechend gucken wir mal, wie der Weg denn dahin so aussieht. Man muss natürlich eins sagen, er ist ja Tier 8 Top-Tier. Gibt 7er und 6er auch noch. Von dem her ist es schon mal eine solide Basis. Was ich schon mal spannend finde, gerade Bergpass ist so eine Karte. Die Leute hier unten im Süden, da fahre ich auch mit einem schweren Panzer immer hin. Also, aber dass ich hier in der Mitte bleibe, gerade bei so vielen Gegner-TDs, das muss ich sagen, mache ich seltener bis nie. Aber schauen wir doch mal, ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist. Da hat er schon mal den ersten T-150 eine geben können. Der zieht sich natürlich aber logischerweise gleich wieder zurück, weil er sich auch denkt, nö, darauf habe ich gar keinen Bock. Da verschießt er einmal schön. Oh, da unten geht es aber schon ganz schön rund. Also die Leute, die da gerade unten im Canyon waren und so weiter und so fort, die haben aber gerade sowas von auf die Mütze bekommen. Dementsprechend wird er auch hier nun jetzt etwas weiterfahren. 1 zu 5 steht schon für den Gegner. Ja, das geht flink. Und die AT hat jetzt den 150er weggemacht. Fährt er jetzt hier runter? Nein. Das wäre nämlich auch ganz schön kranker Suizid, weil da unten im Canyon nur noch Gegner sind. Also ist kein einziges Teammitglied mehr von ihm hier. Da unten ist eine Su 101, aber der Turm dreht zu langsam, als dass er darauf drauf kommen könnte. Und linke Hand, da könnte es gleich sein, dass er da was aufbekommt. Oder die sind auch schon oben ins Gebirge gefahren und dann würden sie auch gleichzeitig bald die Artis treffen. Fuck you Artis, but nice job, schreibt der T150. Ja, das ist glaube ich häufig auf Artis zu treffen, dass man sie erst verhasst, aber dann auch vergöttert. Und jetzt kommt hier schon die Gegner direkt hinterhalb der OI, da wie gesagt immer auf den Turm schießen. Schießt ihn gar nicht erst auf die Wanne, fangt gleich mit dem Turm an. Gut, zu 151 ist nochmal leichter. Jetzt wird er da geblockt von hinten. Gar nicht so schön. Aber jetzt nimmt er, oh, ich dachte er nimmt die so raus. Ne, das macht dann doch der Aal. Der Aal nimmt ihn hier als, ja, ich Kanonenfang, würde ich schon fast sagen. Oben, oben, oben. Nein. Man kann natürlich locker mit einem 8er hier dem 6er auch so durchschlagen, aber wie gesagt, das geht einfach leichter, wenn er dem OI auf den Turm schießt. Wie gesagt, viele wissen noch nicht, wo sie die Japaner da wirklich beschießen sollen. Und das ist eigentlich kein Hexenwerk. Am besten einfach nur mal die Armor-Schematiken anschauen und dann klappt es damit auch ganz leicht. So, jetzt hier der Ferdinand. Oder auf Deutsch der Ferdinand. So, der Ferdinand hat ihn jetzt hier für
sage und schreibe 475 beschossen. Jetzt hat der Aal mal diesmal nicht getroffen und jetzt dürfte er den wegmachen. Genau, weg ist er. Auch spannend ist die Munitionswahl, die er mit hat. Er hat ausschließlich AP und HE dabei, keine einzige Premium-Granate und recht viel HE auch. 17 Granaten. Für meine Verhältnisse oder für meinen Geschmack schon fast zu viel, muss ich gestehen. Würde ich sagen, weniger ist manchmal mehr. Abgeprallt am Tiger 1 hinten. Und da ist die Arti jetzt offen. Die Arti will jetzt hier auf die Jungs halten. So, jetzt hat er ihn sogar gekettet. Und der Aal im besten Abstaubmanier macht ihn da weg. Noch sind 7 Gegner. Dann nimmt er den ersten der 7 raus. Jetzt sind 6. Also er könnte hier noch mit aller Gewalt die Radley Walters klar machen. Dafür wären noch genug Gegner da. Aber sein Team ist hier zu stark ver... Oh, da unten. Da, ja, nimm noch den da. So. Und nochmal einen, dann macht er den UI doch weg. Und dann steht es auch 10-10 mit dem Kill, wenn er den macht. Ja. Und damit ist das Spiel endlich mal wieder ausgeglichen. 10-11. 10-12. Gut, ich habe nichts gesagt. Da hat er jetzt schon sehr gut auf den E25 gewartet, weil er sich schon dachte, dass der hier in seine Richtung runterkommt. Gut, gut gesehen auf der Minimap. Man muss auch sagen, das Spiel zu gewinnen und World of Tanks hängt und steht sehr stark mit dem Kartenlesen miteinander zusammen. Wenn einer die Karte nicht richtig liest, nicht im richtigen Auge behält, da muss man einfach sagen, dann ist sowas gern zum Scheitern verurteilt. So, vielleicht kommt hier oben auch der T28 dann jetzt mal ins Bild. Und da ist der T28 doch auch schon. So, er hat getroffen, der T28 KTC nicht durchschlagen. Sehr gut. Auch jetzt hat er wieder verschossen. 8,6 Sekunden braucht der T28 zum Nachladen. Das ist ein bisschen kürzer, als er mit dem Löwen braucht. Aber da hat er das nicht gut gemacht. Und jetzt hat er zwar seinen 5. Kill geholt, hat aber noch 3 Gegner an der Hand. Also ein Krieger ist auf jeden Fall noch drin. Und eine davon ist die Hummel. Die dürfte nicht mehr viel HP haben, aber der sein Team hat sich da gut aufrauchen lassen, muss man gestehen. 4600 Schaden hat er schon. Wie gesagt, der Krieger wäre mehr als verdient. Da unten kommt doch schon einer dafür. Ja. Auto-Aim und weg mit dem KV. So, jetzt die Frage, wann kommt der Arti-Schuss? Na, bisher passiert noch nichts. Löwe, be my god. Be my good. Was? Be my... Aha, be my good. Okay. Ich würde sagen, er wird hier angefeuert. So, jetzt... Der T29 lässt ihn da jetzt einfach stehen. Er denkt sich, nee, da unten fahr jetzt... Da brauche ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt weiter. Hab noch einen Termin. Muss noch zur Bank. Was könnte der denn mit By My Good gewollt haben? Also, ich würde sagen, das ein oder andere Wort Englisch kann ich, aber By My Good macht für mich jetzt vom Übersetzungstechnischen her wenig Sinn. Aber gut, so, jetzt hat er die Hummel hinter sich. Hummel aimt hier auf ihn, schießt hier und trifft hier auch in den Tech. Dafür hat er Glück, dass er nur 260 KE Schaden bekommt. Hätte auch deutlich mehr sein können. Aber Hummel hatte viel Zeit. Aber war jetzt nicht so clever von der Hummel. Also hätte ich jetzt den Löwen hier mal hochfahren lassen mit dem T29 und dann dementsprechend
mich dann da erst einmischen. So, GG Löwe, schreibt der Jagdtiger. Er musste schnell einen Fangs zurückschreiben. Jetzt, die Gun Depression ist nicht die beste. Jetzt kommt aber drauf. Und damit der erste Hit. Jetzt sind sie von der HP-Anzahl in etwa gleich. Tier 7 gegen Tier 8. Von dem her, rein der Tierstufe, ist er hier im Vorteil. Oben auf die Kommandantenkuppel. Sehr gut. Und jetzt ist er im One-Shot-Bereich. Und damit könnte er echt noch die Red Levolters klar machen. Und so unaussichtslos das Feuer war, so viel Gegner er noch hatte. Aber dass er jetzt hier die Red Levolters sich holt und unterm Strich 6153 Schaden gemacht hat. Ja, ich glaube, da kann man sagen, da hat er es fürs Team gerissen. Und ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen wie mir. Und 150.000 Credits Ausbeute spricht natürlich absolut für ihn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen da lassen und Tschüssikowski.